Ball stehen Breggi und Matte. Einige Fragen stellen sich für dieses erste Spiel der Schweizer unter Jean Dupeux. Vor allem die eine, wie wird sich die Abwehr aus der Affäre ziehen, die in einem neuen System mit 5 cm erhöht gegenüber der Aschenbahn, die ihn umkreist. Burgener rettet hier bereits zum ersten Mal Nationalmannschaft. Ausgeführt von Captain und Verteidiger Erdogan. Erdal Keser, einst Legionär in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, gab diesen guten Schuss ab. Die türkischen Spieler sind unter ihren Vornamen bekannt. Er unter dem Namen Erdal. Die ersten 15 Minuten sind um, ziemlich ereignislose Minuten. 0:0 zwischen der Schweiz und der Türkei. Der 18. Spielminute zugunsten der Türkei. Hüseyin wird diesen Corner treten. Hüseyin Kakiroglu mit ganzem Namen von Fenerbahçe, Istanbul. Einer von drei Spielern dieses Vereins in der türkischen Startformation. Das bringt natürlich die Zuschauer in helle Begeisterung. Der Mann tritt den Freistoß. Wehrli. Und erster Eckball für die Schweizer in der 21. Minute. Alain Sutter hilft hinten aus, steht an der Mittellinie zusammen mit Alain Geiger und ersetzt dort den Kopfballstarken Andy Egli, der sich im Strafraum befindet. Claudio Sulzer tritt den Corner. Keser! Geiger! Ein riesiges Doppling von Yusuf. Tor! 1:0 für die Türkei. Eine herrliche Einzeleinlage von Yusuf Altintas von Galatasaray Istanbul. Minute, Yusuf, 1:0 für die Türkei. Diesem Gegentreffer, denn die Schweizer schienen das Spiel bis dahin recht gut im Griff zu haben. Egli mit viel Risiko zurück zu Burgener. Hermann Breggi und Wehrli, der sich immer wieder freistellen kann am rechten Flügel. Die letzten Sekunden der ersten Halbzeit laufen. Es ist kaum in Stimmung gekommen. Immerhin, seine Mannschaft, die Türkei, führt mit 1:0. Nach einer der Wehrli in dieser zweiten Halbzeit, 1:0 führt sie. Botteron, Wehrli, abgesperrt,
ohne Ball von Libero Abdul Kerim. Ein weiterer Freistoß für die Schweizer. Schiedsrichter Golesk im Moment sehr ungehalten, pfeift energisch und mehrmals. Offenbar hat dort ein Türke allzu stark reklamiert gegen seine Entscheidung. Und zwar der Libero Abdul Kerim. Da musste sich Sulzer der Überzahl der Gegner beugen. Metin, Erdal. Ismail. Metin und Käser. Versuchen sich hier nicht ohne Erfolg durchzuspielen. Das ist Metin Tekin von Besiktas Istanbul, dem Tabellenzweiten. Galatasaray führt in der türkischen Meisterschaft genügt nicht. Er müsste sich ja Jean Dupeu aufdrängen. Hermann Mate. Und wieder Fatih Burat von Samsun Sport. Das war dann auch noch ein Fehlpass von Botteron. Das gleiche, was man von ihm sagen kann, kann man auch von Roger Wehrli sagen. Nicht schlecht, was er zeigte im Mittelfeld, bis auf einige missglückte Freistoßflanken. Aber eben nicht schlecht genügt bei diesen beiden Spielern wahrscheinlich nicht für eine weitere Berücksichtigung. Mate, herrlich angespielt. Libero Abdul Kerim ist bei ihm. Mata ist auf sich alleine angewiesen, der Nachschub an Spielern von hinten lässt auf sich warten. Jetzt Dean Albon gegen Hussein. An der Grenze des Anspiels war das. Mata, wenig Raum für die Schweizer und es kommt zum Einwurf für die Türkei. Knör erschien als nicht besonders stark. Die Schweizer haben nach wie vor Mühe mit dem Toreschießen. Das hat dann allerdings weniger mit dem Trainer zu tun. Das ist eine altbekannte Erscheinung. Schwer zu sagen, welcher einzelne Schweizer Spieler seine Chance genutzt hat, sich unter Jean Dupeu zu profilieren. Eigentlich war das heute ein typisches 0-0-Spiel mit der dummen Abweichung des einen Tores nach dieser Einzelleistung von Yusuf. China zurückgehalten. Noch einmal ein Freistoß in der letzten Spielminute für die Schweizer. Die letzte Möglichkeit, doch noch zum Ausgleich zu kommen. Die Distanz zum Tor. Gut 20 Meter. Die Türken möchten noch einmal auswechseln, wahrscheinlich um Zeit zu gewinnen vor allem. Und das geschieht jetzt hiermit. Bei Freundschaftsspielen macht man generell ab, dass beliebig viele Spieler ausgewechselt werden können. So kommt denn jetzt noch eine Nummer 18, die nicht einmal bekannt gegeben wurde. Vor dem Spiel für Tanju hinein. Freistoß, de Castel läuft,
Hermann hebt den Ball in die Mauer. Dann ist die Abwehr da und der 1:0-Sieg der Türkei perfekt. Ja, das Debüt unter Jean Dupont war sicher kein Debüt mit Glanz und Gloria. Fortuna im Angriff haben zu dieser 1:0-Niederlage der Schweizer hier in Adana geführt. Schiedsrichter Golesk pfeift ab und die Niederlage ist besiegelt und ich darf mich nach diesem wahrlich nicht begeisternden Spiel aus Adana verabschieden.